Hallo zusammen. Na, das funktioniert ja hoffentlich mit dem Ton hier. Ja, ich bin heute nach Siegen unterwegs. Vielleicht seht ihr hier hinten die Häuser. Die könnten daran erinnern, in der Nähe, da hat meine Frau mich darauf hingewiesen, war ich schon mal. Und zwar mit dem Klaus in Freudenberg und haben die schönen Fachwerkhäuschen fotografiert im Winter. Ja, nicht weit davon weg ist ein Lebenshof, zu dem ich heute gefahren bin. Ihr wisst ja, ich bin schon seit weit über einem Jahr Veganer. Und dort werden Tiere gerettet aus Tierversuchsanlagen oder ähnlichem oder schlechter Haltung. Und diesen Lebenshof werde ich mir heute mal angucken. Hoffe, ich komme mit der Besitzerin ins Gespräch. Hoffe noch mehr, dass es sich lohnt, diesen Hof zu unterstützen. Und da würde ich helfen und vielleicht ihr ja auch, wenn es euch gefällt. Ich versuche euch ein bisschen was zu zeigen. Ja, ich glaube, solche Höfe brauchen immer finanzielle Unterstützung. Und ja, als nettes Beiwerk werde ich vielleicht ein paar Eier abstauben können von geretteten Hühnern, denn die hören ja nicht auf, Eier zu legen. Und dann werde ich mir den Luxus mal gönnen und seit über einem Jahr mal wieder ein Ei zum Frühstück zu essen mit meiner Frau. Ja, schauen wir mal. Hier hinten sind die Häuser und ich habe meine gute alte Nikkor, die überholt worden ist, mitgenommen. Ich wollte die eigentlich beim letzten Model-Shoot, was ich noch nicht als Video gedreht habe, ich weiß auch noch nicht, ob ich es benutze, mit der Elena habe ich die benutzt, habe schön fleißig fotografiert und als ich dann bei Bild 39 ankam und der Film immer noch nicht zu Ende war, habe ich gedacht, irgendwas stimmt hier nicht und so war es auch. Ich hatte den Film nicht richtig eingelegt. So, jetzt schon, hoffe ich zumindest. Und dann mache ich mal mit dem Schwarz-Weiß-Film hier 400er ISO mal ein Bild. Mir läuft gerade, der kalte Schauer läuft mir in den Rücken, wenn es hier nicht sowieso schon so kalt wäre. Ganz schlimm. Ganz schlimm, ich kann es nicht verstehen. Ja, hier unten dann nochmal eins, ich erzähle es auch nochmal in Ruhe, ein Biohuhn. Also es gibt den, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ganz furchtbar. Hühner e.V., ich werde es mal unten drunter schreiben, Hühnerleben e.V. oder sowas. Ein eingetragener Verein, der regelmäßig Hühner rettet. Ja, und das ist dann ein Huhn nach 4 Wochen, die es hier jetzt auf dem Lebenshof verbracht hat, von einer Bio-Huhn-Farm, wo ihr die Bio-Eier im Einzelhandel bekommt. So sehen die aus. Und ich kann da nur auf den Robert Mark-Lehmann verweisen und die Videos von den drei Höfen bezüglich Vorzeigehof. Ja, und da könnt ihr mal sehen, wie Bio-Hühner und andere so leben. Schaut mal, so sieht ein Biohuhn aus, nach 4 Wochen in Freiheit, da wo ihr eure tollen Eier esst. Von. So, das ist ein Kalb. Ist das noch Kalb, ne? Oder gilt das nicht mehr als Kalb? Ist schon zu alt für ein Kälbchen. Okay, also ist kein Kalb mehr, ist schon eine heranwachsende Kuh aus oder von einem Milchbetrieb. Die Kühe, die halt weggenommen werden von der Mutter. Ja, die bringen das Kalb auf die Welt, geben für das Kalb ja dann die Milch. Das Kalb kommt in eine 1 Quadratmeter Box, wird vernachlässigt, bekommt so ein bisschen Milchwasser, also Milchpulver, angerührt mit viel Wasser, also nicht so wie ihr das eurem Baby geben würdet oder so, sondern sehr stark verdünnt. Und die hat dadurch halt alles Mögliche bekommen, von Koliken bis was weiß ich was, und wurde dann gerettet durch diesen Lebenshof hier. Also ich sage sie, es ist ein männliches Tier. Ich weiß gar nicht, wie man es sagt. Ich bin so schlecht, aber das nur zur Geschichte, die Kathi uns erzählt hat. Ja, und dann irgendwann hört die Kuh halt auf, Milch zu geben, beziehungsweise wird dann schon wieder neu besamt, um dann wieder Milch für die Menschen zu geben, für den Handel. Ja, um dann wieder Kinder zu haben, die nicht weiter verwendet werden können. Also die weiblichen, die Kühe werden halt verwendet für die Milchtierhaltung, dann danach wieder und aufgepäppelt und die Herren der Schöpfung, ja, bleiben dann über, ne? So sieht das aus. Und hier bekommen sie Hilfe. Also ich habe mich definitiv entschieden,
vor allem wenn Kathi auch Düsseldorferin ist, den Lebenshof hier in irgendeiner Form finanziell zu unterstützen. Mal mehr, mal weniger wahrscheinlich, weil so dicke habe ich es gerade auch nicht. Naja, aber so viel dazu. Ach, guck mal hier. Die Gans hat mich gerade eben schon angegangen. Ich glaube, die wird mich gleich töten. Die mag mich nicht. Also die haben gar keinen Nutzen. Nee, also ich meinte die Mutter, ne? Also wird weggenommen von der Mutter, die gibt ja dann Milch und dann wird die wieder befruchtet, um, genau. Und da kommen ja Kühe raus und die kann ja dann nicht mehr, oder weil es männlich ist, nicht im Milchbetrieb eingesetzt werden. Ja, und erfreut sich hier des Lebens gerade. Oh, das kennst du nicht, wa? Ja. Die Düsseldorfer sind da. Ja, wir sind hier berühmt heute als die Düsseldorfer. Alle freuen sich, weil die sind hier ins Siegerland gezogen, sind alle recht unzufrieden hier mit dem Platz und allem und freuen sich, dass Düsseldorf hier am Start ist. Ja, und ich werde euch gleich ein bisschen was erzählen, weil die Besitzerin dieses Hofs oder die das ins Leben gerufen hat, die ist nicht so bereit, vor die Kamera zu treten. Und ich werde euch dann ein bisschen gleich erzählen. Guck mal, da ist das blinde Schwein aus Haustierhaltung. Magst du Apfel? Ich hab Apfel dabei, ja, Schatz, und? Ja. Okay, pass auf. Darf Schatzi, dann halt mal. Ach so, darf er nicht. Die dürfen das eigentlich nicht. Die dürfen eigentlich wirklich nur Wiese und Heu. Dadurch, dass der aber schon so aufgewachsen ist und alles kennt, kriegt er von uns zwischendurch auch mal ein Leckerli. Also. Halt mal bitte. Ich muss gucken, dass ich an den. Ich hab's leider nicht mehr. Ich muss gleich mal mit der analogen Kamera. Ich habe heute meine alte Kamera mitgenommen. Ich wollte ein paar Analogbilder machen. Mambo, komm mal hier, komm. Ah, guck mal. Schatz, verzichtest du auf dein? Da ist verzichtest du auf dein? Zack, ab. Ja, guck mal. Das dachte ich, wa? Den Rest musst du da unten jetzt holen. Ich hab's gleich. Aber ja, gut, ne? Das ist Stromlauf. Ich glaube. Ich hasse, ja, aber dann immer selber. Ich mag diese Strukturumzäune nicht. Was für echt schwierig sein, dass der überhaupt Holz ist. Ich hab nichts mehr. Dann bist du auch uninteressant. Ach so, na gut. Verstehe ich auch. Aber Kathi hat gesagt, ihr mögt uns. Also, alle nicht. Die spucken dann auch, wenn sie sich bedroht fühlen, die Alpakas. Aber unsere haben bis jetzt wirklich, der Braune hier, der hat bis jetzt einmal einen Mann angespuckt. Aber ansonsten. Hat man eine Ohrmarke gehabt oder ist das ein Biss? Nee, das ist ein Biss. Die Düsseldorfer. Ja, wo warst du? Einmal geturnt im Stroh. Auch, ne? Ja, Gott sei Dank. Ja. Manchmal, je nachdem, was er hat, dann schwingt er auch, dass er so richtig auch ordentlich. Ja. Nein. Mir will sie aber ihre Nase nicht zeigen. Nicht lachen. Ja, das sind jetzt ein paar andere Schweinchen hier auch gerettet. Da kann ich jetzt keine Details zu erzählen. Die weiß ich nicht, da haben wir nicht drüber geredet. Wo die herkommen.
bitte auf jeden Fall, unterstützt vielleicht diesen Lebenshof hier, Pino und Freunde in Siegen oder bei Siegen. Ich packe einen Link unten rein und dann hoffe ich einfach, guck mal hier, oh, hat der Hauer, da kriege ich Angst. Schaut euch mal diese Hauer an. Wenn ihr die abkriegt, dann habt ihr verloren. Ja, und die Pferdchen hier hinten, da haben wir nur zu einem Pferd was erzählt bekommen. Ich sehe es gerade nicht. Das wurde einfach vergessen. Da hat ein Ehepaar einen Pferdehof aufgegeben und verlassen, leergeräumt. Und irgendwann haben dann die Nachbarn angerufen bei der Polizei und haben gesagt, guck mal hier, da sind noch Tiere. Und dann haben die Besitzer tatsächlich ihr Pferd vergessen mitzunehmen. Und somit ist es dann hier übers Veterinäramt gelandet. So wie viele der anderen Tiere halt dann gemeldet werden von Veterinären, Tierärzten, Polizei. Ja, und um Aufnahme der Tiere gebeten wird. Tja, und ihr könnt euch vorstellen, Geld und alles ist hier auch Mangelware. Da sitzt der Mann der Besitzerin und sortiert das Futter aus, weil hier auch regelmäßig Futter abgegeben wird, was Abfall ist. Die Leute kommen hier hin und geben schimmeliges Brot alles ab oder sagen, wir haben Abfall gesammelt für eure Tiere. Naja, das ist halt nicht das, was sie brauchen. Zum Glück gibt es hier wohl Einzelhändler, die hier sehr gerne ihr Gemüse aussortieren und bereitstellen, dass wenigstens ein bisschen was für Ernährung gesorgt ist. Ja, und den Rest muss man sich halt irgendwie beschaffen, ne? Die kämpfen darum, endlich ein eingetragener Verein zu werden und Spendenquittung ausstellen zu können. Ich kann das irgendwie nicht verstehen, dass es nur über offizielle Spendenquittung manche Leute tun. Ja, dass sie nur spenden, wenn es eine Spendenquittung gibt. Das können sie halt gerade nicht machen, weil sie noch kein Verein sind. Sie werden da auch sehr im Stich gelassen, auch von Ämtern und allem. Und ja, alles diese Hürden, was ich nicht verstehen kann im Tierschutz. Tja, was soll ich noch sagen? Ich bin ein bisschen sprachlos. Aber die sind Sommer wie Winter draußen, ne? Ich hätte es auch gerne anders, aber es wird uns auch alles anders gesagt. Wir müssen hier bauen und ne? Du immer dir magst, der kleinen Vogel. Naja, aber wir hatten zu dem Zeitpunkt auch echt jemanden, der gesagt hat, und da ist übrigens Bruno, der mich nicht so arg leiden kann. Der guckt mich jetzt schon wieder argwöhnisch an. Der geht immer direkt auf mich los hier. Ach ja, ich sag's mal an der Stelle, mir ist es gerade eingefallen. Ne? Bevor euch einfällt, irgendwie böse Kommentare oder so zu schreiben, spart euch einfach. Ich lösche die rigoros. Weil ihr müsstet euch mal hier mit den Leuten dann vor Ort unterhalten, dann würdet ihr mehr erfahren. Also allein die Situation hier, je nachdem, ich habe es gerade gemerkt, ich habe endlich mal die Nikon ausgepackt, um ein paar Bilder noch zu machen, außer Analogbilder, was ich euch gesagt habe, ich bin ja auch analog unterwegs. Ich hoffe, dass ich die Bilder auch zum Video schon irgendwie digitalisiert habe, die analogen Bilder digitalisiert habe. Ansonsten, ja, man darf hier nichts machen. Also man kämpft dafür, hatte sogar die Zusage von einem Sponsor für einen Stall. Hier darf nichts gebaut werden und alles muss so bleiben im Zustand, dass sie überhaupt einen Überstand haben für die Tiere. Ja, also was man da behördlich in den Weg gelegt bekommt, ist nicht nett. Ich hoffe halt einfach, dass hier mehr Unterstützung kommt, auch von euch. So, ich muss mal hier aus der Matschpampe. Freunde. Oh, komm mal da. Ja, die hatte so Probleme mit der Leber und keiner konnte sich erklären, warum, wieso, weshalb. Aber wir haben es wieder hinbekommen. Aber nicht rausgefunden, die Ursache. So, alle Hardcore-Veganer können mich jetzt erschlagen, zumindest mal rein geistig. Ich werde jetzt auf Eiersuche gehen. Ich gucke jetzt mal hier im Heu, ob ich bei den Gänsen hier Eier finde. Oh, ich mag euch gar nicht verscheuchen. Ich guck mal.
einen Tipp bekommen. Ah, du kennst die Stellen. Cool. Cool. Guck mal hier. Mega. Also zwei brauchen wir. Ich find, ah, hast du was gefunden? Die liegt sogar noch hier. Oh. Also ist jetzt die, die das Ei gekriegt hat, aber da kommt gleich ein. Vielen Dank. Zwei. So, zwei Eier haben wir für morgen früh, für den Sonntag. Und ja, sind glücklich und fahren jetzt gleich, wir sind durchgefrostet. Ich packe euch jetzt einfach welche ein, dann macht ihr zu Hause ein Wasserfeld. So, hab Mikro schon ausgemacht, ne? Ja, schaut hier mal vorbei auf der Homepage, Facebook. Die haben auch eine Petitionsseite. Lest euch mal rein, wenn ihr möchtet. Wir fahren heim. So, ja, wir sind im Auto und fahren heim. Ich weiß gar nicht genau, was ich sagen soll, aber ich wollte wenigstens noch ein Abschlussstatement zu dem Video erzählen. Also, eine super nette Kati. Ein Lebenshof, der im wahrsten Sinne ums Überleben kämpft. Eventuell kann das bald schon alles vorbei sein. Ich werde jetzt trotzdem erstmal eine Spende machen und wünsche denen auf jeden Fall, egal wie es kommt, alles, alles Gute für die Zukunft. Ihr Partner Tilo hieß er, ne? Oder hieß er Tino? Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, Tino und Kati oder Tilo und Kati. Es tut mir sehr leid. Wir haben ihn nur kurz gesehen, weil die natürlich fleißig am Malochen waren. Jedenfalls eine ganz, ganz schwierige Situation. Mit Sicherheit muss das mal... Oder müsste man das professionell aufdröseln, was so alles schief läuft seitens des Tierschutzes in unserer Welt. Unterstützung, die einfach fehlt. Ich habe einen ganz großen Respekt vor diesen Menschen, die sowas machen. Ich selber könnte das, glaube ich, nicht. Definitiv nicht. Ich kann es nur halt unterstützen und das auch nur finanziell. Weil ich kann schon ein Schaf nicht von einer Ziege unterscheiden. Ich kann eine Gans, also wenn man so viele Gänse hat, verschiedene, die auch kleiner sind, noch nicht mal von einer Ente unterscheiden. Dann sind da die Warzenenten, hießen die, ne? Die Warzenenten, die fast so groß sind wie Gänse und umgekehrt. Also ich bin wirklich ein Städter, muss ich heute mal wieder zugeben. Naja, nichtsdestotrotz ist es furchtbar. Meine Frau hat sich noch viel mehr mit Kati unterhalten wie ich. Ich habe mich ein bisschen einfach nur so mit den Tierchen amüsiert vor der Kamera und das hat mir auch schon gereicht, dieses Elend zu sehen, was Tiere erleben durch Menschenhand, ob aus einem Haushalt oder in der Tierzucht oder in der Milchindustrie, Eierindustrie oder beziehungsweise ja, Hühner, wie sagt man das denn? Erschreckend das zu hören. Das Ganze müssen wir jetzt erstmal verdauen, meine Frau wahrscheinlich noch mehr wie ich. Wir haben auf jeden Fall zwei Eier selbst gefunden. Wir wurden drauf gestoßen mit der Nase, wo sie sein könnten, inmitten dieses ganzen Heu- und Strohberges und haben noch vier Eier dabei geschenkt bekommen. Danke nochmal an der Stelle für das ganze Vertrauen, dass wir fotografieren dürfen. Da unten drehe. Oder? Ich ja. Konnte jetzt nur... Ja. Okay, weil meine Frau sagte auch im Hinweg, sie hat hier nichts an Wild am Straßenrand gesehen. Jetzt haben wir welche gesehen. Ja, haben jetzt sechs Eier. Morgen früh gibt es mindestens zwei, vielleicht sogar vier und da freuen wir uns richtig drauf. Wir haben sogar von Grünlegerhühnchen grüne Eier bekommen. Die sollen sehr exklusiv schmecken. Auch darauf freuen wir uns. Und wie gesagt, zur Erklärung nochmal für ja, Hardcore-Veganer, da kann ich jetzt eh nicht gegen an, aber für, sage ich mal, Veganer, die noch ein bisschen denken, diese Hühner sind gerettet aus einer Legebatterie, aus Bio-Legebatterien, wenn man sie so nennen mag, oder aus dem Bio-Legestall. Und die kommen auf dem Hof, können frei rumlaufen, kriegen gesundes Futter und hören natürlich nicht auf, Eier zu legen. So, jetzt haben sie sehr wenig, legen sie im Moment durch die Temperaturen und allem.
Im Sommer haben die manchmal so viele Eier dort, dass sie gar nicht wissen, wohin damit. Ja, man könnte sagen, man verwirft sie, schmeißt sie auf den Müll. Aber wofür? Also mal ganz ehrlich, ja, da reicht mein Herz insoweit, dass ich sagen kann, ich kann ruhigen Gewissens diese Eier essen. Und das werde ich tun. So, das war's auch für dieses Video. Wir sind jetzt gleich auf der Autobahn. Vielen Dank auf jeden Fall, dass euch das ganze Thema interessiert hat, dass ihr das vielleicht unterstützt. Alles, was ich an Daten finde, irgendwie Links, die packe ich euch unten rein. Und habt einen schönen Tag. Bis bald. Ciao. Nach 500